Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rösön Nummer 3. Wir machen alles falsch, was wir falsch machen können und töten Geister von Gnomen, die wir eigentlich nicht töten sollen. Warum tun wir das? Weil ich's kann! Yay, wir können Einfluss steigern. Juhu, ich möchte aber erstmal Magie auf 100 bringen. Denn unsere Magie muss stärker werden. Dann kann unsere Magie wahre magische Wunder verbringen. Wahrscheinlich. Vielleicht auch einfach nicht. So, wir hätten den Strand hätte hingehen können. Ist mir egal. Ist mir nicht egal. Ich weiß immer noch nicht, was der Gnome im Affe meint. Der sagte, man könnte mit dem Affen hier hinkommen. Wahrscheinlich hier durch das Loch, wa? Ah, da sind noch ein paar Wurzeln. Die interessieren mich jetzt eigentlich nicht mehr. Wurzeln interessieren mich nicht. Denn wofür auch? Ach, wir sind übrigens fast da, wo wir, ne? Wo wir hin wollten, wo wir das letzte Mal durch diesen Tunnel hingekommen sind. Da gehen wir jetzt hin. Das ist wahrscheinlich die Abkürzung gewesen. Oder der sichere Weg. Wie auch immer. Ey, wo kommst du denn her? So ein Salzwasserkrokodil oder was? Und eine Riesenspinne. Hallo. Oh, du Spinni. Spinni, Spinni, Spinni. Nix Spinni, Spinni. Und Alligatoren. Ach Mann, was gibt's hier alles für Viecher? Alligatoren, Spinnen. Ist ja ganz schön gefährlich hier. Das müssen ja dann wirklich Salzwasserkrokodile sein. Alligatoren, oder? Ich meine, das ist ja hier am Meer. Das ist ja hier kein See. Da oben brennt ein Feuer. Ich frage mich, warum wir eigentlich nicht die ganze Zeit die Viecher töten dürfen. Dinge, Dinge, Dinge. Na Gott sei Dank können wir auch ausweichen, ohne eine Waffe gezogen zu haben. Sonst wäre das echt ein bisschen doof. Da ist noch ein Gno. Hallo Gno. Gno, 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 Gno. Kaka, ein Homie. Du besser verschwinden von hier, Homie. Hier ist es nicht sicher. Du, uns alle bringen in große Gefahr. Was meinst du damit? Ich nicht darf bemerkt werden. Homies immer laut und groß. Homies immer schnell zu bemerken sind. Warum so ängstlich? Ich bin Gno. Ach, stimmt ja. Hab ich vergessen. Gno nur leben, weil vorsichtig und nicht immer Attacker, wenn sehen Bolde. Homies unvorsichtig und immer auf Klopper aus. Da ist was dran. Wieso willst du nicht entdeckt werden? Kahn gesagt, ich nicht dürfen erwischt werden. Wenn Kobolde mich sehen, dann Gno im Dorf sterben. Soll ich dir helfen? Omi würde das machen. Ich habe den Auftrag, ein wichtiges Dingi von uns Gno zurückzuholen. Können du denn leise und vorsichtig sein? Immer daran denken, wenn du wirst erwischt, dann werden Gno im Dorf sterben. Na dann? Ich werde das Ding unbemerkt da rausholen. Okay, dieser Gno dir vertrauen, Homie. Du nicht töten, Kobolde oder Schamanengeist. Gehen leise rein, klauen Dingi und kommen leise wieder raus. Verstanden. Wie komme ich ungesehen in das Lager? Fabia hat sich einen Weg ausgedacht. Am besten geht Homie von hier aus Richtung Osten. Dort ist eine kleine Felsschlucht. Du erkennst sie, weil viele Leuchtkristalle sind in ihr, Homie. Gehe da durch und klettere hinterm Lager wieder raus. Danach geht Homie am besten von hinten über die Kristallschlucht und springt drüber. Oder er versucht, sich von dort direkt ins Lager zu schleichen. Probiere es aus, Homie. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann da ruhig draufhauen.
jetzt gab es ja keine Konsequenzen, ne? Wir haben ja schon ein paar umgehauen. Und jetzt nochmal auf leises Runde machen. Weiß ja nicht. Ah, ist bestimmt alles okay. Alles okay. Ganz ehrlich, komm, da passiert nichts. Hallo? Ich bin hier oben drauf. Hallo? Hallo? Emma, klapper, klapper. Guck mal, hier sind... Hallo, darfst du bitte angreifen? Sind bald keine Jokobelde mehr da, um irgendwie was zu machen. Hier ist der Kobolde weg. Kobolde tot. Nix Kobolde mehr da. Da können sie auch das Dorf nicht mal anfallen, nicht wahr? Was soll ich jetzt hier sammeln? Schleichen, pfuh. Der schleicht, verliert. So sehe ich das. So, da hinten ist die Höhle, wo wir hergekommen sind. Hier ist die Schlucht. Hier hätten wir rausklettern sollen. Aber was sollen wir denn hier sammeln? Habe ich das schon aus Versehen gesammelt? Hallo? Hier ist ein Bett. Ach, hier. Die Trophäe des Ostens. Guck mal, hier hätten wir drüber springen können. Ui. Easy. Keine Globe mehr da. Haben wir ein Problem gelöst. Hier ist eine Höhle. Höhle. Eine Höhle. Ich mag Höhle. Denn da gibt es immer etwas Wertvolles. Höhle, Höhle. Ich gehe in eine Höhle. Höhle, Höhle. Und ich mach sie leere. Leere Höhlen sind, was ich brauch. Leere Höhlen. Enthalten einen Teleportstein. Yay! Schon wieder einer! Haben wir nicht genug davon? Spring, Homie! Abwärts! Abwärts! Ja, alles abwärtskompatibel, siehste? Siehste? Ob ich wagen soll, mit dem Kobold zu sprechen, mit dem Gnom zu sprechen und sagen, hey, es tut mir leid. Die Kobolde, die sind alle tot. Auch der Schaman ist umgehauen worden. Aber ich habe dein Ding. Ja, soll ich das machen? Ich mach's einfach mal. Hallo. Guck mal, ich war fleißig. Ich hab das Ding gefunden. Oh, fahr mir glücklich. Gut, dass ich nicht selber machen musste. Ich würde jetzt bestimmt auf dem Boden liegen und dem großen Vogel Hallo sagen. Am besten, du bringen Dingi zurück zu Kahn in Gnodorf. Nix mehr zu tun hier. Okay, dann bleibst du hier stehen? Trottel. Ich würde irgendwo hingehen, wo du sicherer bist, mein Freund. So, wir haben hier noch ein paar Höhlen vor uns. Dann haben wir die ganze Insel schon durchsucht, oder was? Das ging aber ein bisschen flott hier, habe ich so das Gefühl. Ich bin ja fast so ein bisschen enttäuscht, ne? Ich meine, sie war auch damals nicht groß, aber irgendwie haben wir uns damals länger hier aufgehalten als ein paar Folgen. Wir waren noch nicht mal richtig im Gnomendorf und haben schon alles erkundet und alles gemacht. Das ist doch viel schlimmer. Hier oben war doch irgendwo so ein Feuer drauf. Kann man da irgendwie drauf? Da brannte ein Feuer und ich kam nicht hin. Es brannte ein Feuer und ich... Hallo da unten. Tschüss wieder unten. Oh. Kannst du bitte hier raufklettern?
Irgendwie kann er das. Ob das klappt, ansonsten müssen wir fliegen. Wir müssen fliegen übers Meer. Wir fliegen übers Meer. Ach, guck mal. Krokodil ist da und El Chapo Kaku, eine Krabbe. Und ich habe schon wieder den Affen rausgeholt und wollte eigentlich fliegen. Warum tust du das? Ich weiß es nicht. Na komm. Fliege drüber. Sogar Affen. Zumindest einer. Ob das so gedacht war? Mit dem Lagerfeuer. Oh. Der Raffer hat Feuer gemacht. Oh mein Gott, eine neue Rasse der Menschen wird gezüchtet. Oder züchtet mich selbst. Oh, das war ja einfach. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir so schnell aufkriegen. Ist aber auch nur Müll drin, von dem her. So falle er hinunter. Der ist ein Affe. Ist nur ein Affe und ein Krokodil ist ein Krokodil. Und das Krokodil ist jetzt unser Ziel. Ah, ist das nicht poetisch? Nein. Richtig, hat sich nicht gereimt. Guck mal, die Krabbe kommt vorher. Jetzt kommen beide. Oh. Jafar, wo kommst du denn jetzt her? Weiter, weiter! Jafar, wo kommst du her? Gut so. Und wo kommst du jetzt her? Ein Homie? Was macht ein Homie auf Insel der Gno? Was machst du hier draußen? Gabu ist auf Mission unterwegs. Mission, eine böse Bedrohung wegzumachen. Gabu, intelligenter Gno, versucht Hono der Gno in Welt zu vergrößern. Gabu auch dem Taki, dem Clown, abgeschworen. Er jetzt arbeiten für Kulki und Gold. Du arbeitest? Jep, jep. Gabu arbeitet. Gabu ist Jäger. Was jagst du denn? Ich jage ein furchtbares Gotzo. Ein Monster, so furchtbar sein, dass Gabu Angst hat, es zu nennen. Brauchst du Hilfe? Jep, Hilfe wäre nicht schlecht. Alleine machen Klopper gegen Gotzo gefährlich. Wir nennen es den Gnomfresser. Eine furchtbare Bestie. Sie frisst Gno und klaut unsere schönen Dingi. Die Bestie so schrecklich, dass kein Gno sich in ihre Nähe traut. Sie so grauenvoll, dass... Ich hab's kapiert. Schreckliche Bestie und so. Captain, manchmal viel zu unhöflich. Immer gut zuhören, wenn Gno spricht. Ich helfe dir, die Bestie zu töten. Homie würde das tun? Homie ist ein guter Kumpo. Dieser Gno weiß genau, wo das Gotzo sich versteckt. Du sagst mir Bescheid, wenn ich dich bringen soll? Mach ich. Lass uns gehen. Bevor wir gehen, sollte ich Homie warnen. Dieses Gotzo ist Stoff, aus dem Legenden gebraut werden. Nimm es nicht auf die leichte Schulter. Folge mir, ich bringe dich zu ihm. Ich will doch nie irgendetwas auf die leichte Schulter nehmen. Außerdem habe ich hier gerade ein bisschen aufgeräumt, das nicht gesehen. Ich bin hier der größte Jäger der Jägerigkeiten. Hier entlang. Ja. Hopp, hopp. Du arbeitest also für Gold. Will ich mal wissen, was du für ein Ziel bist. Mehr, mehr. Gut so. Gut gekämpft. Willst du noch mehr haben von den Kämpfen? Na, das kann ich haben. Ich kann dir gleich eins auf Maul gehen. Hast du noch mehr Kämpfe hier? Hier entlang. Ach, guck mal, die Unterwasserhöhle. Ach ja. Hier werden alte Zeiten wach, wo wir verraten worden sind. Ja, kämpfe! Hier könnte man raufklettern, das kann man halt jetzt auch noch. Was? Ich soll kämpfen? Warum kämpfst du nicht mit? Feste, feste! Gut so. Die Riesenkrabbe ist tot. Es lebe die Riesenkrabbe. Na, guck mal, da hinten geht's auch hoch. Hier hinten geht's hoch, voll geht's hoch. Wir gehen erstmal hier lang. Nix
aufhören. Ja, guck mal, so. Wir sehen die schönen kleinen Viecher. Feste, feste. Ja. Du wartest. Ich gehe. Erstmal hier rauf, Titter, natürlich. Aber es geht doch, ich wollte gerade sagen, geht's hier nicht weit hoch? Doch, es geht hier weit hoch. Guck mal, wie weit es hier hoch geht. Wenn unser Held springen würde, wäre das gar nicht mal so verkehrt. Hallo? 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 Ich halte mal ganz kurz, ich kann irgendwie nicht mehr springen. Mein Held, der kann nicht springen. Ah, jetzt geht's. Das war jetzt komisch, der konnte gerade echt nicht springen, ne? Ein Diebeskraut erhalten. Was macht denn ein Diebeskraut? Goldsack, okay. Zip. Hier kommen wir auch nicht mehr so weit hoch wie damals. Ich bin nämlich sicher, wir sind damals ziemlich weit hochgekommen. Komm, wir sind die ganzen Muscheln mit unserem Beleg. Ah, guck mal einer an, was liegt denn da hinten? Noch mehr Muscheln. Ah. Oh, Muscheln. Hallihallo, liebe Muschel. Ja, komm. Ich glaube, wir wollen den ganzen Muscheln nicht. Ist Quatsch. Fischen auf Muscheln. Auch hier geht es nicht mal weiter, ne? Damals ging es ja auch noch komplett rauf. Denn da war hier ja auch noch was. Jetzt sind hier einfach nur noch Felsen. So die Frage, warum sind jetzt mehr als Felsen? Oder nur noch Felsen. Ich meine, wir haben was weggesprengt, aber so viel war das jetzt auch wieder nicht. Feste, feste! Ist ja nur ein Leviathan! Upsala. Falsche Taste. Nix aufhören! Weiter so! Gut so! Ich kriege dich! Achso, ich kann ja nicht. Haha. Das war's? Das war's echt. Bisschen läppsch, ne? Sieh dich um, Homie. Es ist gefährlich hier. Dein Gnomfresser ist Geschichte. Gabo ist Homie sehr dankbar. Dieses Gozo war große Bedrohung für Gno. Die Kobolde sind dagegen eine einfache Vico-Aufgabe. Wenn du das sagst. Gabo muss jetzt dringend gehen. Viele wichtige Aufgaben noch auf Eiler. Tschüss, Homie. Tschüss. Dann geh mal deine Aufgaben... Aufgaben. Ach, guck mal, hier geht's auch wieder hoch. Hier war damals auch ein Schatz, so ein Kram. Das ist hier scheinbar nicht mehr, weil hier die kompletten Weg latschen können. Oh, ich sehe Fallen. Und ich bin genau reingesprungen. Gefährlich. Ich glaube, ich hätte gar nicht anders vorbeikommen können, oder? Jetzt nicht. Nein, denn die Ratte, die greift mich an. Noch mehr Kobolde. Ich werde nicht mehr angegriffen und Gold wird mein sein, denn ich bin reich und ich müsste noch reicher werden. Denn ich bin ein reicher Mann und ich mag reiche Schätze. Klingt doof, ist aber so. Viele liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Risen 3.